Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Nähe von Swanson, direkt vor den Toren von Swanson. Platz sollen wir nehmen und einen Test. Los geht's. Ich mag keine falschen Antworten. Ich kann mich nicht setzen. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Wie lautet deine Antwort? Was weiß ich? Wissenschaft? Tja. Wenn er das machen würde, gäbe es eine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität. Ja. Nächste Frage. Du machst ein Praktikum in der Klinik und ein Patient mit einer seltsamen Infektion am Fuß humpelt durch die Tür. Die Infektion breitet sich rasend schnell aus. Aber der Arzt ist kurz weg. Was machst du? Haha, das ist ja super! Das erinnert mich so sehr an... Ich glaube sogar an Fallout 3, oder? Schreien, amputieren... Ihn festhalten, beobachten, behandeln? Ich behandle die infizierte Fläche so gut wie möglich. Du hast medizinische Vorkenntnisse. Du entdeckst einen kleinen Jungen in einer Höhle. Er hat Hunger und fürchtet sich, besitzt aber anscheinend auch Diebesgut. Was machst du? Begleiten und übergeben, ihn beklauen, übergeben meine ich. Ihn beklauen, nicht übergeben, begleiten und übergeben, den Jungen meine ich doch. Ihn beklauen, konfiszieren und zurücklassen, umarmen und trösten, oh mein Gott. Oh. Hey, ich habe wirklich Besseres zu tun. Nun bleib mal cool. Ihn beklauen, konfiszieren, naja, zurücklassen, nicht begleiten und übergeben wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Umarmen und trösten wäre das Beste. Naja. Ich bringe den Jungen in Sicherheit und übergebe ihn den Verantwortlichen. Sehr seltsam. Glückwunsch. Du hast es in ein Baseballteam geschafft. Welche Position möchtest du? Fußball, ernannter Schlagmann, Catcher, Pitcher. Ernannter Schlagmann, warum auch immer. Designated Hitter. Bist du dir da sicher? Naja, nächste Frage. Deine Großmutter lädt dich zum Tee ein. Ja. Doch du bist überrascht, als sie dir eine Pistole gibt und befiehlt, jemanden zu töten. Was machst du? Über sie aufregen, ihn töten, minigern, um sein Leben verhandeln. Ich gebe ihr, was sie will, um sein Leben zu retten. Typisch Klasse B. Der alte Mr. Abernathy hat sich wieder in seiner Wohnung eingesperrt und du hast den Befehl, ihn rauszuholen. Wie gehst du vor? Eine Bombe beschaffen, Laserpistole, lass ihn Schloss knacken. Es sind Fragen aus einem vorigen Fallout-Teil auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Ich nehme eine Haarklammer und knack das Schloss. Und das ist alles? Sonst nichts? Warte, nicht antworten. Weiter. Oh nein, du hast Strahlung abbekommen und eine mutierte Hand ist dir aus dem Bauch gewachsen. Wie sieht die optimale Behandlung aus? Operation, Medizin, Selbstmord, ja, und da beten, nein, natürlich nicht, Operation, Medizin, würde ich sagen, Operation oder Medizin, Medizin ist nicht P, heißt ja nicht Pedizin. Also reden wir oder was? Ja, nur ist ja schon gut, ich versuche hier nur ein bisschen zu überlegen. Operation. Ich schneide das mutierte Gewebe mit einem Präzisionslaser raus. Technologische Neigung. Ein Nachbar besitzt das allererste Heft von Grognak der Barbar. Das willst du haben. Wie kannst du es am besten bekommen? Ihm etwas ins Getränk mischen, stehlen, ihn ausrauben, tauschen. Natürlich tauschen. Ich tausche es gegen eines meiner Comichefte ein. Wir sind fast fertig. Letzte Frage. Du findest es lustig, deinem Vater einen Streich zu spielen. Du gehst in sein Badezimmer, wenn niemand da ist. Und? Rasierer, Toilette sabotieren, Medikamente tauschen, Zimmer fluten. Ich glaube, Zimmer fluten ist noch am harmlosesten, oder? Rasierer? Naja, da denke ich an Kopf rasieren, Toilette sabotieren, Böller rein oder so. Und Medikamente tauschen ist ja ganz fies, oder? Wenn der was am Herzen hat. Ich habe wirklich Besseres zu tun. Nun ist doch gut, lass mich doch mal überlegen. Zimmer fluten. Ich löse die Schrauben am Wasserrohr. Wenn er sich die Hände waschen will, gibt's eine Überraschung. Der Test ist beendet. So wie du hat noch nie jemand geantwortet. Aber du hast bestanden. Ich öffne das Tor. Ja, nicht 100%. Aber ich glaube, es waren Fragen aus Fallout 3. Aus der Vault, der Eignungstest. Als Kind hatte man den so, als Teenager hatte man ihn zu absolvieren in Fallout 3. Willkommen in Covenant. Okay.
Wir wollten uns doch durch nichts ablenken lassen. Hier ist grün. Ja, das ist nur schön. Bitte? Ich sabbel zu viel. Ich verstehe kein Wort. Dieser. Weniger Strahlung, weniger Mutabeeren. Der gleiche tolle Geschmack. Probiert dieses Limonade. Was ist in der Limonade? Wenn nichts ist umsonst. Ich verzichte. Limonade nehmen. Und was ist denn eine Limonade? Woraus besteht die Limonade? Dieses Limonade enthält nur beste Zutaten. 4 besondere Zutaten aus sonnenreichen, nicht verstrahlten Anbaugebieten in einem kalten Glas. Probier sie mal. Oder nutz die Geld-Zurück-Garantie. Also wenn ich sterbe, bekomme ich mein Geld zurück, oder wie? Nichts ist umsonst. Ich verzichte. Limonade nehmen. Wir nehmen sie. Ich nehme eine. Bitte. Und nun? Achso, probieren wir die. Was kann die Limonade? So, Inventar und Hilfsmittel. Dieses Limonade. TP wiederherstellen. Und zwar 50, hat aber ein Gewicht von 0,5. Das ist zu viel. Und Wert 1. Na, das ist wieder gut. Was kann ein Stimpack? Was kann das? Wo ist das hier unten? Naja, okay. TP 44% stellt es wieder her. Hat ein Gewicht von 0. Aber einen Preis von 48 nur. Mhm. Probieren wir mal diese Limonade, obwohl es geht uns doch recht gut. Naja, dann lassen wir es. Na komm, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt muss ich auch ausprobieren. Okay. Ich fühle mich... Okay, man sieht, links unten HP steigt langsam und das war's schon. Oh, das war nicht viel. Ich dachte, ihr schließt euch vielleicht den Minuteman an. Ah, ja, tatsächlich. Hier ist eine Werkbank. Durchsuchen? Nein, benutzen. Wie ist das? V gedrückt halten? Klappt hier leider nicht. Okay, wie wäre es mit durchsuchen? Können wir nicht. Okay. Hier sind noch mehr Menschen. Das ist eine recht kleine... Bist du aus der Gegend? Hoffentlich nicht. Ich habe genug von diesen Landeiern. Ha. Magst Covenant nicht? Ausweichend. Bin auf der Durchreise. Bin nicht von hier. Bin auf der Durchreise. Ach so, magst Covenant nicht, muss ich erst fragen. Hast du ein Problem mit den Leuten hier? Dieses falsche Lächeln und das geschwollene Reden machen mich kirre. Je eher ich weg bin, desto besser. Weißt du irgendwas über Stocktons Karawane? Karawane? Kein Händler, weiß nichts. Er weiß alles darüber. Karawane? Eine Karawane? Wovon redest du überhaupt? Ich soll für den alten Stockton seine Karawane finden. Was davon noch übrig ist, befindet sich vor der Stadt. Ihr letzter Halt war hier. Also habe ich versucht, alles zusammenzusetzen. Aber ich komme nicht weiter. Ich habe ein Angebot. Hilf mir, Stocktons Leute zu finden. Dann teilen wir uns die Belohnung. Es gab mindestens einen Überlebenden. Und ich beabsichtige, meinen Vertrag zu erfüllen. Die Augenbrauen, der hat was von Arnold Schwarzenegger, oder? Guckt euch den nochmal an gleich. Überlebende, zuerst die Kronkorken, oh Gott. Angebot ablehnen, Angebot annehmen, Überlebende fragen. Nach wem suchen wir? Die wichtigste Person ist Stocktons Tochter Emilia. Ich habe keine weiblichen Leichen gefunden. Es gibt also Hoffnung. Wenn wir sie finden, gibt es einen Berg Kronkorken von Stockton. Tja, mein erster Gedanke war Conan der Barbar. Na gut, wir nehmen das Angebot mal an, machen das aber nicht sofort. Klingt gut. Bin dabei. Hier ist alles, was ich über die Karawane weiß. Ich habe keinen Beweis, aber Covenant ist darin verwickelt. Irgendwie. Ich sehe mich weiter um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Das ist Arnold Schwarzenegger. Eindeutig. In Covenant kann man sich sicher fühlen. Aber da draußen... Wer ist das? Hi. Siedler. Ich hoffe, dir gefällt Covenant, Fremder. Ja, okay, es ist jetzt, naja, ist nett, oder? Betten habt ihr hier, hier ist jemand, der schläft, Ted Huntley. Hallo. Nicht für ungut, aber ich habe noch einen Berg an Arbeit. Jeder andere in der Stadt würde gern mit ihr reden, aber... Stadt. Okay, ja, das war's. Ich weiß nicht, sollen wir hier anklopfen? Mal ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Hoffentlich war jemand nachlässig. Okay,
Penny Fitzgerald. Entschuldigung. Wir kommen zur falschen Zeit. Oh, der Rock. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, hallo, wie nett. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, hallo, wie nett. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, hallo, wie nett. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, hallo, wie nett. Hallo. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, hallo, wie nett. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, wie nett. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Mir ist langweilig. Okay, wer ist hier? Oh, ein Arzt. Ein Arzt. Oh nein, 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 Escape. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Was ist das? Oh, wir dürfen hier nichts mitnehmen. Oh, das Radio. Können wir mal sofort ausschalten? Tut mir leid, ich hätte gerne das Radio weiterlaufen lassen, aber das letzte Haus auch abgeschlossen? Nein. Hallo. Schon wieder kaputt. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Noch ein Neuankömmling. Willkommen. Oh, hallo, wie geht's dir? Mr. Fitzgerald. Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Okay. Wer unsere Regeln missachtet, muss gehen. Das geschieht aber nur selten. Wir kommen wunderbar mit Durchreisenden aus. Mit einem Essen, einem sicheren Ort zum Schlafen und ein wenig Höflichkeit kriegt man die Leute dazu, sich zu benehmen. Er hat ein Gesicht wie eine Karikatur von Sylvester Stallone. Fast. Nein, Quatsch. Ich habe nur versucht, das ist alles so todbierernst hier. Wir hauen wieder ab. Hier gibt's nichts für uns zu tun, außer die eine Mission, die haben wir jetzt angenommen. Und hier machen wir auch wieder zu. Na, noch einmal. Hey. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, wie schön. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Oh, wie schön. Weg hier. Ah, wir trinken nichts. Und Pflanzen gibt's hier, Mais, und hätten wir das mal vorher gewusst. Ganz in der Nähe von Sanctuary Hills. Ganz genau. Curie, vielen Dank. So, wir haben fertig. Kriegen wir unser Penny's Geld zu. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Wie bitte? Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Wie bitte? Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Was hast du gesagt? Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Wie bitte? Hey, Swanson. Geh rein. Pennys Laden ist normalerweise der erste Halt. Ach so, ne, wie bitte? Hey, oh, naja, gut. Okay. Der hat einen Bart, der Witz. Okay, jetzt geht's weiter. Und zwar stehenden Fußes. Können wir hier rüber? Ja. Wir haben noch 3 Minuten, nee, 2, um nach Sanctuary Hills zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen das. War doch mal ein netter Abstecher. Ich fand das irgendwie ein bisschen verwirrend, weil die sich sehr viel... Es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Ganz genau. Immer schön auf alles vorbereitet sein. Wo bist denn du? Wo bist du nun? Nun komm schon, Curie. Mach mit im Chor. Ich hab den Text vergessen. Ach, Sanctuary Hills kann doch nicht so weit weg sein. Was ist denn das hier schon? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sanctuary Hills so weit weg ist. Ich sehe unten im Radar sehe ich schon wieder so eine Art Flughafen. Wie viele Flughäfen gibt es denn in Boston überhaupt? Und Umgebung? Ich meine, hier in... bei uns gibt es... keinen. Den Dorfflughafen gibt es. Klar, so ein Haar hat jemand gepinselt oben aufs Dach vom Krankenhaus. Flughafen. Ja, ja, ja. Hochmodern. Da ist noch nie irgendwas. Halt, umkehren, abhauen, was denn nun? Ist doch alles das Gleiche. Da, ein kleiner Trampelpfad, den nehmen wir. Das ist bestimmt der Pfad nach Sanctuary Hills. Rennen, rennen, rennen. Ich hoffe, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Wir werden, wenn wir oben an der Spitze des Pfades sind... Ah ja, nach rechts geht's nach Ten Pines Bluff. Ich kenne diese Pfeile, ich habe sie sofort wiedererkannt. Weiße Pfeile nach Ten Pines Bluff.
Dann ist Centaur Rails nicht mehr weit. Oh nein, die Folge ist vorbei. Wir haben versagt. Wir haben es nicht geschafft. Spring, schneller. Oh Mann, und das wackelt. Ich möchte doch nur endlich meine Klamotten loswerden. Total falsche Richtung hier irgendwie, habe ich den Eindruck. Ach doch, 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 doch. Da unten müssen wir vorbei, da ist der unfreundliche Arbeiter, der auch nichts für uns hat. Und was dieser Arbeiter zu sagen hat, werden wir erfahren in der nächsten Folge. Ich bedanke mich hier fürs Zusehen, sage Daumen hoch dort für euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.